Wir sind wieder zurück bei Let's Play Assassin's Creed Unity Dead Kings und wir begeben uns nun in die tiefsten Kellertiefen der Krypta. Krypta, Alter. Huch, was mache ich denn hier? Ich muss hier runter. So, hier kann man es runterfallen lassen. Tschu. Und wo sind wir? Und wir betreten eine Untersuchungszone. Ey, das ist doch Juno hier, oder? Alter, wie krass. Ist das nicht Juno? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wer bist du? Geschafft. Ach du Scheiße, wir müssen jetzt ein Rätsel lösen. Oh, das ist ja schön. Die geheimnisvollen Leuchttinte kann mit jeder Lichtquelle aufgeladen werden. Benutzen Sie die Laterne, um versteckte Botschaften, Karten und Hinweise aufzudecken. Wir machen einfach mal alle Dinge an. Keine Ahnung. Rätsel lösen. Okay, das heißt, ne, warte mal, hier können wir auch untersuchen, ne? Aber hier gibt's wahrscheinlich nichts. Machen wir nochmal das Adlerauge an. Schlimm ist, ich bin voll schlecht in Rätseln. Komm, mach an, komm. Das ist das. Was steht hier? Das hat aber bestimmt was mit der Reihenfolge der Artefakte zu tun, oder? Weil diese Zeichen kennen wir ja, diese Symbole. Als wir die Artefakte gesammelt haben. Ja. Haben wir hier noch eine Möglichkeit zu interagieren? Nee, ne? Nee. Boah. Ich mach hier nochmal an und guck nochmal. Was war das? Ein D und ein L, würde ich jetzt mal so sagen. Ist wahrscheinlich komplett falsch. Kommt bestimmt Pebble am Ende raus. Nee, so einfach wird es nicht sein. Hat die Laterne ein bisschen aufladen. Hier war doch so ein Ding, oder? Ja, genau. Darüber springen können wir nicht. Nee. Königliche Krypta. Ich guck mal gerade in die Datenbank. Fallakten, war das hier? Ein Treffen mit Mirabeau wieder? Genau. Wachen, starren, brüten. Gehörnter unter Monstern auf dem Hause Gottes. Das sind aber nicht die Symbole, die wir hier haben, ne? Das sind andere. Wenn ich das Adlerauge hier anmache, passiert auch nichts. Boah. Ich mach die jetzt einfach mal alle an. Ich denke mal, eins muss wahrscheinlich, wird wahrscheinlich als erstes angemacht, oder? Ist es vielleicht das hier? Nein, das war's nicht, okay. Das hier vielleicht? Ich probiere die jetzt einfach alle durch. Ich habe keine Ahnung, was mal mit dem Rätsel, was das sein soll. Nein. Vielleicht müssen die auch gar nicht alle zusammen an sein. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Wir werden es erfahren, Freunde. Wir werden es erfahren. Okay, das war's auch nicht. Wie sieht's denn hiermit aus? Ich erkenne halt auch diese Symbolik überhaupt nicht. Das ist mein Problem. Ich bin dafür einfach zu Nubi. Okay, das war's auch nicht. Ja, dann... Mach ich das hier nochmal an.
Also es gibt scheinbar keine bestimmte Reihenfolge. Hier vielleicht? Nee. Es bleibt aber länger leuchten als die anderen, ne? Ich überlege halt gerade, ob ich die Schriftzüge schon irgendwie kenne, ob ich das schon mal erkannt irgendwo habe. Ich komme ja hier nicht rein, ne? Das ist ja Wasser scheinbar, oder ist das Wasser? Nein. Definitiv nicht. Bitte was? Jetzt soll ich das nochmal machen? Willst du mich verarschen? Das mach ich doch nicht nochmal. Wer bin ich denn? Hä? Wieso muss man das denn nochmal machen? Das ist für ein Scheiß. Ich hüpfe da jetzt einfach runter. Ist mir doch wurscht. Ups. Hi. Tschüss. So. Ja, ging doch schnell. Wieso sieht das jetzt hier drüben anders aus, hä? Ist das nicht das gleiche? Okay. Dann interagieren wir hier auch mal, hä? Wieso ist das jetzt nicht das gleiche hier? So. Jo. Das Rätsel lösen. Okay, hier gibt's also scheinbar auch mehrere Rätsel. Was ich. Ja, keine Ahnung. Wir müssen sie hier anstecken. Scheinbar diese Dinger. Nummer 1. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ist das jetzt hier das Vaterunser oder was? Hier in der Mitte kann ich aufladen, okay. Zack. Behälter zum Nachfüllen, kein Ding. Wie sieht's denn hier mit aus? Einmal hier dran. Weiß ich, ich rate jetzt einfach, keine Ahnung. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ist das jetzt richtig oder nicht? Ich weiß es doch nicht. Keine Ahnung. Jetzt das hier oder? Ich nehme aber mal das da drüben, weil ich glaube, es ist meistens richtig, wenn man das hintere noch nimmt, weil das hier dann wieder zurückführt zum mittleren Kohledingens. Und dann das hier. Okay, das war, glaube ich, falsch. Ja, das war falsch. Alles klar. Okay, gut. Dann einmal zurück. Hui. Brauchen wir gar nicht auffüllen. Wir müssen ja erstmal nach da hinten. Wir müssen quasi das erste wieder anknipsen. Huch. Nein. So. Haben wir den Lümmel da reingehalten. Für euch mag das vielleicht versaut klingen, aber es ist nicht so. In nomine Patris. Ja. Und so weiter und so fort. Tobi. Magst du die Sprache etwa nicht? Was ist denn los mit dir? Zack.
Wie gesagt, Lümmel reinhalten. Dann hier. So. Okay. Dann hier rüber. Das hier war es nicht. Das war falsch. So. Blab. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Penis. So, jetzt ist die Frage, welches kommt als nächstes? Eins von den beiden hier vielleicht? Wie sieht's denn mit dem hier aus? Ich riskiere das jetzt einfach mal. Na, verdammt. Scheiße. Okay, das gehört auch nicht dazu. Kacke. Vielleicht gibt's ja Hinweise. Gibt es vielleicht Hinweise? Ja. Ist gut. Okay. Warte, wir müssen die eine bestimmte Reihenfolge haben, oder kann ich jetzt auch einfach sagen, hey, ich zünd mal das hier zuerst an? Okay, das ist egal. Alles klar. Dann, warte, dann gehe ich nochmal kurz hier rüber. Zack. Und zünd das hier eben noch schnell an. Bevor wir dann gleich zurückschwimmen. Flap. So. Jetzt können wir ins Wasser springen, da hinten hinschwimmen. Ja, spring rein, komm. Da müssen wir eh das hier zuerst noch machen. Vorher noch schnell aufladen, warte. Bäh. Nein! Ach Mensch, Arno, jetzt aber mal gut. So. Okay. Dann das hier. Ah, hier sind auch nochmal zwei. Ist doch scheiße. Wenn ich jetzt ein falsches anzünde, dann muss ich noch komplett vorne anfangen. Ich sage einfach mal das hier. So, aber das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Hä, das war aber richtig. Oder nicht? Ach komm. Weißt du was? Ich gucke jetzt eine Komplettlösung. Gut, wir gehen erstmal hier hin, machen das erste an. So, einmal. Dann springen wir ins Wasser. Womit unsere Öligkeit erlischt. Dann halten wir unseren Lümmel einmal hier rein. Machen das Ding vor uns an. Zack. So. Dann einmal hier rüber. Machen das Ding an. So, warte. Schwimmen wir mit der Pfeffer und füllt eure Laterne aus. Springt nun einmal weiter in Richtung Norden. Steckt das zweite Becken vor euch an. Nun geht ihr nach links. Okay, jetzt müssen wir auf die andere Seite und das gleiche tun. Also hier gegenüber quasi das anzünden. Alles klar. Mal gucken, ob das hilft. Wenn ja, bedanke ich mich bei... Nein, bei Spieletipps. Schauen wir mal. Der Geist. Was für ein Apparat ist das? Es ist aus Licht gemacht, genau wie die Karte. Okay. Ja, keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall jetzt wieder zurück. Wir müssen scheinbar das andere Rätsel auch noch lösen. Alter Schwede, was wir hier alles machen müssen, ne? Ich renne jetzt aber auch einfach hin. Und lass mich gar nicht von den Typen beirren. Weil die sind mir egal. Halt die Klappe. Geh auf den Zwirn, Junge. Hab dich! Hab dich auch. Nicht davon. Hallo, hör hier nicht raus. Du bist und stell dich mir. Das hab ich nicht geträumt. Jetzt hab ich dich. Hi. Du wirst nicht weit kommen. Meinst du? Ich glaub schon. Guck mal. Schon weg. In dein Gesicht, Alter. So, wir interagieren. Um das Ganze jetzt ein bisschen zu beschleunigen. 3, 1, 2, 4 ist die Lösung. Also 3. 1. 2. Und die 4. Ich wüsste jetzt nicht, wie man das selbst lösen sollte. Boah. Ich wüsste, ich hätte jetzt keine Idee, wie ich das selbst lösen sollte, ohne...
ohne eben so einen Lösungsweg. Es ergibt für mich halt einfach keinen Sinn. Das ist mein Problem. So, wir sollen in den letzten Kartenraum schleichen. Okay. Schleichen ist groß geschrieben, das heißt, wir müssen da alleine rein. Ne? Schätze ich also aber mal. Hallo. Ich klappe. Was willst du jetzt von mir genau? Du weißt es doch selbst nicht, Bruder. Pam. So, da ist auch schon der letzte Kartenraum. Und tschüss. Hahaha. So. Okay. Darunter müssen wir jetzt, oder was? Das ist ein bisschen unheimlich, ne? Wie sollen wir da runterkommen? Ah. Ergibt Sinn. Ja, komm, spring da rüber. Was ist los? Ach Mensch, Arno, das ist doch nicht so schwer. Können wir uns hier nach hinten wegstoßen? Auch nicht. Okay, probieren wir es mal in die andere Richtung. Ach, da können wir uns festhalten da unten. Guck mal. Juhu! Und runter. Nee, immer noch nicht. Sieht doch nicht so gesund aus, ehrlich gesagt. Jetzt aber. Sehr schön. Flöpp. Sie betreten die Untersuchungszone. Alles klar. Das letzte Rätsel lösen. Okay, wir interagieren. Na bitte. Die Laterne benutzen, um eine Tinte aufzuladen. Okay. Erstmal füllen wir auf. Ihre Laterne ist leer. Deswegen will ich sie doch aufladen. Ach so, die kann ich ja gar nicht aufladen. Das muss ich ja hier machen. Meine Güte. So viele Behälter. So. Jetzt erstmal das Kohlebecken, denke ich mal. Anzünden. Zack. Super. So, und jetzt? Wie geht's jetzt schlüssig weiter? Das ist mein Problem. Es ergibt einfach keinen Sinn für mich. Gibt vielleicht Leute, die für die ergibt das hier alles Sinn, aber für mich irgendwie gar nicht. Adlauge bringt mir auch nichts. Hm. Gerade nebenbei heimlich in die Komplettlösung. Da sind irgendwelche Tiere aufgeschrieben, aber hier sind gar keine Tiere, finde ich, oder? Bin ich jetzt blöd? Doch da oben ist was, aber ganz da oben, wie soll ich denn das erkennen? Adler Sonne. Was bist denn du? Ist das ein Stier? Ich weiß es nicht. Ein Löwe ist es nicht, oder? Hm. Das hier ist schon mal die Sonne. So viel steht fest. Sonne viermal. Eins. Zwei. Und vier. So. Ich würde sagen, wir müssen uns da eine Treppe bauen, oder? Dann wäre das hier dreimal. Eins. Keine Ahnung, was das für ein Vieh sein soll. Ich habe keinen Plan. Zwei. Drei.
Ja doch, das ist der Löwe. Das kommt hin. Zweimal. Eins. Ja, das ist der Löwe auf jeden Fall. Dann sind wir richtig unterwegs. Sehr gut. Na komm. Mach it. Drei. Zwei meine ich. Sehr gut. Drei. Und das ist einmal. So, und da müssen wir jetzt hoch. Nimm mich mit ins Morgenland. Ne, ins Abenteuerland war das, genau. Peter Maffay. Nimm mich mit ins Abenteuerland. So, und dann? Kommen wir hier schon mal nicht hoch. Ah, hier wahrscheinlich, ne? Nein. Tolle Wurst. Hüpf. Und hüpf. So, wir sind da. Okay. Müssen wir jetzt nicht da in der Mitte nochmal hoch? Müssen wir vielleicht... Ach, da drüben hin. Okay. Ups. Nein. Oh Mann, ich bin hängen geblieben. Mami. Die in der Schule sind viel schlauer als ich. Ja, ja, mein Kleiner. Das ist halt so. Na komm, spring. Nein. Ich muss doch da hin, oder? Hm. Also ich hätte gesagt, ich muss jetzt dahin. Aber es scheint nicht richtig zu sein. Also ich muss da scheinbar doch nicht hin, oder was? Muss ich doch hier hin? Hätte ich doch auch gleich hier hochklettern können, oder nicht? So, was? R2 drücken und springen und nach hinten. Das klappt schon mal super. Das ist der Sprung, den ich sowieso nie hinbekommen habe. R2 plus X drücken, um nach hinten zu springen. Ja. Hat gut funktioniert. Ich merke schon, das ist okay. Okay, R2 drücken, X um nach hinten. Warum soll ich das tun, wenn ich da überhaupt nirgendwo hinspringen kann? Ist das nicht ein bisschen bescheuert? Und vielleicht auch ein bisschen tödlich? Hm? Vielleicht so ein bisschen? Also ich würde halt auch gerne mal... Hier rumklettern bringt nichts, oder? Nach hinten springen bringt das hier... Ah, hier bringt's was. Warte mal. Nach hinten. Ah. Okay. Jetzt da drüben hin. Alles klar, Herr Kommissar. See what you did there. Pretty nice. Jetzt weiter nach oben, komm. Hui. So, jetzt da drüben, wo ich mich nicht festhalten kann, irgendwohin, wollte ich gerade sagen. Und jetzt? Hä? Da drüben hin? Nee. Oder doch? Da drüben hin? Das sieht so aus, als würden wir da runterfallen. Ich habe Angst. Ich gehe dahin. Da kann ich mich nie festhalten. Nein. Doch da drüben hin. Es ist so falsch. Wir sind lo tot. Das war klar. So, ich hoffe, wir müssen das jetzt nicht alles nochmal machen. Sonst kriege ich einen Kotzreiz. Wehe, wir starten jetzt oben in dieser Banditenhöhle wieder. Okay, es ist nur der letzte Raum hier, sehr gut. Ich bin's nicht. Ups. Da war ich auf einmal weg. Okay, jetzt müssen wir das alles nochmal machen da, das ist doch nicht wahr, ey. Naja. Gut, gibt's halt heute eine etwas längere Folge. Aber ist halt auch vollgepackt mit Rätselspaß. Auf jeden Fall. Vor allem Spaß. Ich habe so viel Spaß. Ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß. Okay, wir interagieren. Gib mir deinen Segen. Na bitte. Ja, Mutti. Vielen Dank. So. Okay. Also dann. Die hier war viermal. Erstmal das Ding in der Mitte. So. Eins.
2. Und 4. So, das hier war einmal. Das ist unser Startpunkt sozusagen. Das hier war zweimal. So. Und das Ding da drüben war dreimal. Warte mal. Die Dinger müssen doch leuchten, oder? Tun sie das alle? Das hier leuchtet nicht. Moment. Das leuchtet immer noch nicht. Deswegen haben wir es auch nicht geschafft. Okay, deswegen hatten wir es auch nicht geschafft gehabt. Das ergibt natürlich Sinn. Die müssen ja leuchten, die Dinger hier. Das war mein Problem. Toll. Super. So, wo muss ich jetzt hin? Hier drüben dran? Nee, das ist falsch. Hier dran. Wie gewohnt. Immer hoch hinaus, der gute Arno. Ich hab doch keine Ahnung. So, jetzt kannst du aber hochspringen, Arno. Hm? Genau, fein. So. Ich will jetzt kein Goodie haben, ey. Und hüpf. So, und jetzt hier hoch. So, und jetzt macht das mit dem nach hinten wegspringen auch Sinn. Guck mal. Hey, jetzt können wir uns auch festhalten. Supi. Super Rigno, Alter. Okay. Jetzt sind wir hier oben. Wir müssen dahin. Gehen. Wir müssen gehen. Arno, wir müssen gehen. Aber. Nein, Arno, wir müssen gehen. So. Nein, rein da. Hallo. Hä? Jetzt kann der da nicht reingehen. Was ist denn da los? Arno. Alright. So, können wir jetzt zu der Kammer da vorne? Das richtige Schlüsselloch finden. Was? Da. Das Schloss. Nun zum goldenen Schlüssel. Oh ja. Yeah. Auf geht's. Schlafende Tote wecken, abgeschlossen. Ja, wir haben weder ein Luftattentat gemacht, noch haben wir uns nicht in einen Kampf verwickeln lassen. Beides immer gescheitert. Aber gut, wir haben es geschafft. Fortfahren. Perfekt, und jetzt? Jetzt müssen wir hier wieder raus, oder was? Na toll. Naja, ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Unity. Bis dahin. Ja, was für ein krasser Missionsstrang hier. Eine Folge voller Rätsel. Fast eine halbe Stunde haben wir jetzt hier gesessen. Das ist ja der absolute Kracher, ist das ja wohl, wa? Naja, ich würde mal sagen, in der nächsten Folge versuchen wir dann das richtige Schlüsselloch zu finden. Das machen wir dann gemeinsam, wenn wir dann den Schlüssel in dieses riesige Tor führen und zu großem Ruhm und Reichtum gelangen. Oder auch andere Dinge. Ich weiß es ja nicht. Keine Ahnung. Wir werden es erfahren in der nächsten Folge. Bis dahin.